Vom Zeitfenster hoffe ich, dass ich das so in 1,5 Stunden schaffe. Vielleicht kann es auch schon sein, dass ich in 1 Stunde 15 Minuten fertig bin. Das kommt immer, wenn es so drauf an. Dieses Webinar habe ich noch nicht so oft gehalten. Insofern fehlt es mir dann noch etwas an, ja, an Erfahrung, wie lange ich dann am Ende des Tages dafür brauche. Ja, am Ende des Webinars freuen wir uns natürlich auch wieder, wenn Sie sich an der Umfrage beteiligen, so ein kurzes Feedback zu dem Webinar geben, ob das so für Sie gepasst hat. Gerne auch Änderungswünsche mit reingeben, mit den allgemeinen Kommentaren, denn das ist das, was wir brauchen, um das Schulungsangebot, das wir Ihnen anbieten, auch entsprechend anzupassen, sodass wir dann auch wirklich das treffen, was Sie braucht, was Ihnen unter den Nägeln brennt, um Ihnen da einfach etwas mehr Wissen zu geben, um Sie einfach auch sicherer zu machen im Umgang mit Photovoltaikanlagen. Da geht es ja nicht nur um Grundlage von Modulen, weg, sondern eben auch zum Thema ja, Netzsystemdienstleistungen. Okay, dann warte ich einfach mal auf die Rückmeldung von meiner Kollegin. Falls es mit dem Ton nicht so klappt, dann schalte ich meine Kamera aus, dann geht es vielleicht etwas besser. Okay, ja, insofern können wir anfangen. Es scheint auch schon gut zu funktionieren. Der Bino ist auch wieder dabei. Ja, okay, fangen wir an. Ja, Netzsystemdienstleistungen, das ist so ein Begriff, haben wir vielleicht noch gar nicht so oft gehört. Und es gibt da zwei so Begrifflichkeiten. Ich nehme auch noch mal kurz meinen Laserpointer mit rein. Es gibt den Begriff der Netzdienstleistungen. Und den Begriff der Netzsystemdienstleistungen. Also das ist so eine Begrifflichkeit, die muss man nochmal schauen. Ich weiß es von einem Kollegen von Deswold, der differenziert immer anders. Aber ich glaube, diese Definitionen sind eigentlich ganz praktikabel und funktionieren auch. Und auch wenn man sie googelt, also Netzdienstleistungen sind letztendlich alles, also was um die Netze im allgemeinen Bereich steht. Also da geht es um die Störungsbeseitigung bei Fehlern im Netz. Das betrifft natürlich nicht nur den Stromnetz, sondern auch das Gas- und Wasserabwassernetz und auch das Fernwärmenetz. Da geht es natürlich dann auch um das Thema Instandhaltungen von den Anlagen. Wir müssen die Anlagen führen. Die Betriebsführung ist natürlich auch ganz wichtig. Und natürlich auch Ingenieursdienstleistungen fallen darunter, wenn es um die Anlagenplanung, Erweiterung und geht. Das soll uns aber heute auch gar nicht so interessieren, sondern wir schauen uns heute einfach, wenn du das den Themenbereich der Netzsystemdienstleistungen noch etwas genauer an. Und da findet man auch wiederum ganz viele Begrifflichkeiten, die da eine Rolle spielen. Und auch dort will ich jetzt nicht auf alle Themen eingehen, sondern ich habe mir die drei wichtigsten Themen mal für heute rausgepickt. Da geht es einfach um das Thema der Spannungsregelung. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Jeder Installateur, der eine Anlage in Betrieb nimmt, muss darauf Bezug nehmen. Er muss entsprechend gewisse Einstellungen vornehmen. Die Frequenzregelung hat eine grundsätzliche Betrachtung, die auch wir bei einer Inbetriebnahme von einer Photovoltaikanlage auch einstellen müssen. Also wir müssen da auch dran denken, dass es da was zu berücksichtigen geht. Und damit einhergehend, gerade mit dieser Spannungsregelung, ploppt dann so das Thema der Blindleistungskompensation auf. Das ist so ein Begriff, da kann man sich oft gar nichts drunter vorstellen. Da gibt es dann auch verschiedene Bilder dazu, auf die komme ich später nochmal zu sprechen. Also dieses Weizenbierglas, vielleicht gleich hier mal so zu Beginn, ist es zwar erst früh um 22:30 noch, da wird man noch keins trinken, aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Ja, die Inselnetzerkennung und die Netzüberwachung, das ist eher eine Funktion der Wechselrichter, dass er eben permanent prüfen müssen, ist alles in Ordnung, und falls da irgendwelche Fehler auftreten, müsste auch der Wechselrichter entsprechend abschalten. Auf das möchte ich auch heute nicht eingehen. Und Einspeisemanagement und das Thema Regelenergie, auch das möchte ich jetzt nur ganz kurz kratzen, denn dazu könnte man nochmal separate Webinare machen, was ich aber jetzt heute nicht vorhabe, sondern mir geht es eben um die drei oberen Punkte, das zu erklären. Da geht es dann auch nochmal so um die Grundlagen der Elektrotechnik. Ich versuche Sie da auch wirklich abzuholen, damit Sie das auch verstehen, was sich da hinter dieser Blindleistungskompensation verbirgt, um da auch ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen. Ja, soweit, so gut. Einspeisemanagement, das sind Themenbereiche, die kennen wir alle. Und da gab es natürlich auch viele Änderungen, gerade so in den letzten Jahren, wenn es um diese Inbetriebnahmen ging. Da ist ja auch vieles erleichtert worden, denn was früher diese 70%-Regel war, was ja schon bei 10 kW-Anlagen ist, früher betroffen hat, ist jetzt sozusagen auf 25 kW hochgeschraubt worden. Das heißt, wir müssen die PV-Anlagen bis zu einer Anlagengröße von 25 kW nicht mehr abregeln auf 70%. Das ist uns erspart geblieben. Das heißt aber auch
in der Folge davon, dass wir für Anlagen kleiner 25 kW keinen zweiten Zähler mehr benötigen. Das ist gerade, wenn es um Zählerplätze geht, ein sehr hilfreiches Feature auch. All das sparen wir uns. Also PV-Anlagen können vom Prinzip auch 100% der Erzeugungsleistung ins öffentliche Netz einspeisen. Das macht es viel leichter. Bei Anlagen größer 25 kW bis 100 kW braucht es dann entsprechend diesem Einspeisemanagement immer einen Rundsteuerempfänger. Das heißt, das ist eine Steuereinheit, die ist vom Energieversorger gesteuert oder die schickt eben Informationen zum Wechselrichter und sagt, okay, du darfst 100% erzeugen, du darfst nur 60% erzeugen, 30% oder du musst komplett abschalten. Das sind natürlich Informationen, die die Anlage bekommt und der Hintergrund ist auch hier wiederum die Netzstabilisierung. Denn wenn wir zu viel Energie im Netz haben, wir produzieren zu viel Energie über die Kraftwerke, über die Windanlagen, über die PV-Anlagen, dann kann das zu Problemen führen und dann kann es dann auch mal notwendig sein, die PV-Anlagen abzuregeln, eben in 4 Schritten. Sprich, ich fahre mit Volllast, mit 100%, mit 60%, 30% oder 0%. Habe dann aber auch im Nachgang, wenn der Energieversorger meine Anlage abregeln würde, habe ich dann natürlich auch Anspruch auf den Ausgleichszahlungen dafür, für entgangene Einspeisevergütung, die dann fehlt und da bekomme ich dann natürlich auch entsprechende Vergütung dafür. Anlagen größer 100 kW, da taucht dann letztendlich dieses neue Grid-Modul auf, was von Bedeutung ist und ab 950 kW erfordert eine Anlage immer eine Fernwirktechnik mit rein. Das heißt, da haben dann die Energieversorger auch einen kompletten Überblick über das, was passiert. Also sie machen keinen Blindflug wie bei Anlagen zwischen 25 und 100 kW, sondern bei den größeren Anlagen wissen sie sehr genau, was die PV-Anlage gerade produziert, welche Leistung sie generiert und dementsprechend können sie natürlich dann auch darauf zurückgreifen und die Anlagen dann auch ähnlich wie beim Funkgrundsteuerempfänger, den Anlagen entsprechend abregeln. Das hier ist also dieses Einspeisemanagement, da hat sich vieles verändert, ist auch vieles einfacher geworden, manches ist auch komplizierter geworden, aber hier einfach nochmal so der Vollständigkeit halber das Thema. Ja, und bei der Regelleistung geht es letztendlich darum, dass wir ja natürlich in unserem Kraftwerksnetz eben, und das ist ja auch oft in der Diskussion, man redet von Grundlastkraftwerken, das heißt, das sind Kraftwerke, die im Betrieb sind, die ständig laufen, vom Betrieb 8.760 Stunden im Jahr. Dann gibt es eben so einen Mittellastbereich, Kraftwerke, die auch mal ausgeschaltet werden können, die sozusagen den mittleren Bereich decken. Ja, und last but not least gibt es hier sogar einen Spitzenlastkraftwerke. Kennen wir oft so aus Stauseen, wo ich Wasser zwischenspeichere in einem Hochbehälter oder in einem zweiten See weiter oben. Und diese Energie kann ich natürlich dann nutzen, wenn es um hohe Spitzenleistungen geht. Oder andersrum formuliert, kann ich natürlich auch, wenn ich Überschuss habe an Energie, kann ich diese Energie in meinen Stausee reinschicken. Ich schicke wieder Wasser nach oben und kann das zwischenspeichern. Und da kommt dann so dieser Begriff dieser Regelleistung zum Tragen, denn diese Spitzenlast, die wir abdecken können, das heißt, wir können einerseits Spitzenlast abgeben oder wir können auch überschüssige Energie aufnehmen. Das bezeichnet man als Regelleistung. Das ist eine Energie, die wir brauchen, um das Netz zu stabilisieren. Und da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten dazu. Die da eine Rolle spielen und dafür kann man sich dann auch bewerben. Da gibt es dann diese ganzen, das Thema der Primärenergieregelung. Das heißt, ich kann beispielsweise mit meinen Batteriespeichern mich in diesen Bereich damit einbringen und kann sagen, okay, auch mein Batteriespeicher ist in der Lage, Primärenergieregelung bereitzustellen. Da bekomme ich dann entsprechende Vergütungen dafür. Das geht letztendlich auch über die Börse. Und kann aber auch, je nachdem, ob ich jetzt nur abgebe oder auch aufnehme Energie, wäre das auch möglich. Und das passiert über entsprechende Tarifstrukturen, über Börsenthemen. Geht es einerseits eben um Leistungen, die ich dann zur Verfügung stellen muss. Und dann geht es dann in der Sekundär- und Tertiärregelung auch darum, dass ich letztendlich dann auch Energiemengen, die ich da zur Verfügung stelle, auch vergütet bekomme. Das sind verschiedene Tarifmodelle. Will ich jetzt nicht zu so sehr vertiefen, weil sonst wird das Webinar einfach zu lange. Und vom Christian kommt schon mal so die Frage, 25 kW Peak oder kW, es bezieht sich immer auf die PV-Anlagenleistung am Dach, also nicht auf den Wechselrichter, sondern auf die Anlagenleistung am Dach, deswegen auch 25 kW Peak.
Ja, das ist mal so ein ganz kleiner Einstieg in diese Begrifflichkeiten. Ja, und bevor wir jetzt sozusagen in die Themen reingehen, Spannungshaltung, Frequenzhaltung oder eben auch Blitzleistungsregelung, braucht es dann doch einen kleinen Ausflug in die Elektrotechnik. Und ich hoffe, ich hole Sie da jetzt einfach mal ab. Ich hoffe, ich treffe dann auch Ihre Bedürfnisse so, dass wir dann da auch wieder auf den Punkt kommen. Für den einen oder anderen kann das vielleicht momentan etwas langweilig sein, weil er sagt, naja, Elektrotechnik ist für mich ein alter Schuh, für viele vielleicht weniger. Insofern ist es für mich auch immer ja ein Blindflug. Ich versuche natürlich möglichst viele damit zu erreichen, was ich Ihnen da so kurz erzähle. Man, grundsätzlich ist es natürlich so, Sie sehen schon da, diese Kurven schauen schon sehr verwirrend aus, schauen schon sehr technisch aus. Strom, Spannung, Leistung, Blindleistung, Wirkleistung. Das sind alles so Begrifflichkeiten, ja, die manchmal auch schwer zu greifen sind. Und deswegen machen wir mal so einen kleinen Einstieg in die Elektrotechnik, schnell und schmutzig. Mein, wir wissen, dass jetzt oben auf den Dächern die Module, dass sie Gleichstrom produzieren. Und bei Gleichstrom ist es eben so, wie es jetzt hier auch dargestellt ist, dass der Strom, die Elektronen, ich schaue jetzt mal, ob das funktioniert, müsste aber eigentlich, na, noch nicht. Ja, der Wechselstrom funktioniert. Also bei Gleichstrom würden die Elektronen immer in eine Richtung fließen, also permanent von links nach rechts. Und der Gegensatz dazu ist eben der Wechselstrom. Wie der Name sagt, der Strom ändert seine Richtung, er wechselt seine Richtung. Das heißt, die Elektronen fließen von links nach rechts und von rechts nach links. Also sie pendeln mit einer Frequenz von 50 Hertz. Das heißt, diese Änderung, die wir jetzt hier sehen, passiert 50 Mal in der Sekunde. Und das ist natürlich das Thema, worauf es uns dann auch ankommt, wenn wir dann hier von der Ausgangsseite des Wechsellichters reden. Denn da geht es ja dann um Spannungsfrequenzhaltung und Blindleistungskompensation in den Systemen. Also das ist soweit klar und jetzt haben wir auch den Gleichstrom, der da mal läuft und jetzt versuche ich, ja, nochmals zum Verständnis und jetzt nochmal ganz vereinfacht dargestellt, wenn wir uns so eine Batterie anschauen und die Batterie ist geladen, heißt es vereinfacht dargestellt, die Batterie hat zwei Bereiche. Auf der einen Seite ist ein Überschuss an Elektronen, das sind sozusagen die blauen Teilchen, die blauen Teilchen, die Sie hier sehen. Und dann auf der anderen Seite fehlen sozusagen diese Elektronen. Da sind dann sozusagen diese positiven Ladungsträger im Material. Also hier ist ein Mangel an Elektronen. Das heißt, ich habe hier positiv geladene Teilchen. Das heißt, jetzt ist die Batterie geladen. Wir haben hier auf der rechten Seite viele Elektronen. Auf der linken Seite haben wir sehr viele Protonen. Und jetzt haben wir auch darüber, durch diesen Konzentrationsunterschied, hier haben wir eine Spannung an der Batterie. Und wenn wir jetzt hier den Verbraucher anschließen, fließen die Elektronen natürlich, die Batterie entlädt sich, die fließen durchs Kabel durch, fließen durch die Wendel in der Lampe durch, wenn es eine normale Glühlampe ist, erwärmen den Draht, der Draht wird heiß, fängt zum Leuchten an und erzeugt natürlich Licht. Parallel dazu wird natürlich auch die Lampe normal warm, also es entsteht da zusätzlich auch Wärme. Und dann fließen die Elektronen wieder zurück und vereinen sich letztendlich mit den positiv geladenen Teilchen, damit werden sie dann sozusagen Plus und Minus wird zum Neutralen und damit entlädt sich die Batterie so langsam Stück für Stück. Vor der Lampe entsteht letztendlich bildlich gesprochen mal vereinfacht dargestellt ein Stau an Elektronen, die müssen sich dann nämlich durch diesen dünnen Draht durchzwängen und dieser Draht repräsentiert dann auch einen entsprechenden Widerstand, sodass sie entsprechend hier fließen. Die Spannungen, die hier auftreten, kennen wir auch. Das ist die Spannung, das ist der Druckunterschied letztendlich. Das Formelzeichen ist U und die Einheit ist Volt, was wir alle kennen. Abkürzung ist da denn das V. Also das sind vereinfacht Einstieg in die Gleichstromtechnik. Wenn wir es uns nochmal genauer anschauen, haben wir hier natürlich immer den Elektronenfluss. Wir haben die treibende Spannung, das ist das, was die Batterie ausmacht, beispielsweise eine 12-Volt-Batterie, die dann da aufploppt. Und haben hier natürlich am der Lampe, das ist unser elektrischer Widerstand, der beschreibt, wie viele Elektronen sich da durch den Draht durchzwängen können, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie groß oder wie klein der Widerstand ist. Dementsprechend entsteht ein Spannungsabfall an der Lampe. Bedingt durch den Elektronenfluss, der da stattfindet. Ja, und damit tauchen jetzt sozusagen nochmal zwei Begrifflichkeiten auf. Das ist eben neben der Spannung dieser Druckunterschied, der diese Elektronen durch die Lampe zwängt. Und ich denke, das Bild auf der rechten Seite beschreibt es sehr schön. Und der Widerstand,
Sprich, der Draht in der Lampe, ob das jetzt eine 50 Watt Lampe ist oder eine 100 Watt Lampe ist, mal vollkommen egal. Das beschreibt einen Widerstand und je nachdem, wie groß oder wie klein der Widerstand ist, zwängt er das Kabel sozusagen zusammen. Das heißt, die Elektronen tun sich schwerer oder auch leichter, um fließen zu können. Also der Widerstand beschreibt sozusagen, wie viel Elektronen fließen können. In der Elektrotechnik komme ich gleich nochmal drauf, ist da immer sozusagen ein Zusammenhang zwischen Strom und Spannung und das ist immer dann die Proportionalitätsgröße ist dann der Widerstand. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf, wenn wir dann vom Ohmschen Gesetz reden. Eigentlich ganz einfach nachzuvollziehen. Ja, je kleiner der Widerstand, je kleiner der Widerstand ist, desto leichter tut sich das Elektron da durchzufließen. Und natürlich, je höher die Spannung ist, desto mehr Elektronen fließen auch, desto mehr Power kann ich aufbauen und diese Elektronen da durch dieses Kabel oder durch den Leitungsdraht in der Lampe durchschieben. Vereinfacht dargestellt, wenn wir es uns jetzt sozusagen in so einem elektrischen Schema anschauen, haben wir natürlich auf der linken Seite haben wir unsere Quellenspannung. Auf der rechten Seite haben wir unseren Widerstand, der jetzt hier mal als R bezeichnet ist. Und dann haben wir den Strom I, der da fließt. Und wir reden hier bei R von einem sogenannten ohmschen Widerstand. Das heißt, in diesen Widerstanden wird die Energie komplett umgewandelt in Licht beispielsweise oder in Wärme andererseits. Also beispielsweise so typische ohmsche Verbraucher, die wir kennen, das ist die Glühlampe, die ich Ihnen jetzt gerade schon erläutert habe, mit dem Glühwendel drin. Ein anderer ohmscher Widerstand, ein ganz typischer, ist natürlich auch der Heizstab. Durch den Heizstab fließt Strom, der Heizstab wird dadurch warm und kann damit natürlich auch die Wärme ans Wasser abgeben. Oder eben auch die Zuleitung zu den Verbrauchern, zum Solarmodul, zum Wechselrichter, zu den Verbrauchern, wie wir es jetzt hier sehen. Also der Kabelquerschnitt ist natürlich auch ein Widerstand, ist auch ein ohmscher Widerstand, der ähnliche Eigenschaften hat. Auch da fließt Strom durch und natürlich ist da der Widerstand relativ klein. Es hat einen sehr niedrigen Widerstandswert. Damit ist natürlich auch dann der Spannungsabfall an dem Kabel und damit ist natürlich auch dann der Verlust der Wärme, die da entsteht, auf ein Minimum reduziert, sodass hier sozusagen die fast verlustfreie Übertragung von Energie von der Quelle zum Widerstand passieren kann. Ohmsche Verbraucher ist ein ganz wichtiger Begriff. Da wird wirklich Energie umgewandelt. Da habe ich elektrische Energie. Am Ende, wenn ich diese Energie genutzt habe, habe ich jetzt bei der Lampe eben einen beleuchteten Raum und eine heiße Glühbirne. Oder eben beim Heizstab habe ich nur ein Heizstab, der Wasser erwärmt hat. Das heißt, ich wandle alle Energie komplett um in thermische Energie am Ende des Tages und kann die dann nutzen. Das heißt, diese Energie ist dann auch wirklich verbraucht oder umgewandelt. Eben, ich habe keine elektrische Energie mehr vorhanden, sondern nur noch mechanische Energie oder thermische Energie im Heizstab oder in der Lampe oder was auch immer. Die Zusammenhänge zwischen der Quellenspannung und der Spannung, die an dem Widerstand abfällt, oder auch der Strom, der da fließt, ist in dem sogenannten Ohmschen Gesetz beschrieben. Das kennen wahrscheinlich die meisten vom Namen her schon. Also es gibt da diese Formel, U ist I mal R oder R ist U durch I. Diese Formel bekommt man durchs Umstellen. Oder I ist U durch A. Diese drei Formeln beschreiben immer sozusagen den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung und dem Widerstand dahinter. R ist letztendlich auch eine Proportionalitätsfaktor. Das bedeutet, wenn ich einen Widerstand habe von der Lampe, von einem Heizstab, dann ist dieser Wert fest. Und wenn ich jetzt die Spannung erhöhe, heißt es natürlich auch, dass dann der Strom steigt. Und das beschreibt dieser Widerstand R. Das heißt, ich habe hier eine Proportionalität zwischen Spannung und Strom. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich die Spannung erhöhe an meiner Spannungsquelle, ob dass ich aus einer 12 Volt Batterie beispielsweise eine 24 Volt Batterie macht, heißt es natürlich, ich habe eine höhere Spannung und damit fließt auch ein höherer Strom, doppelter Strom, weil der Widerstand, sprich mein Verbraucher, mein Heizstab oder meine Lampe, natürlich weiterhin den gleichen Wert hat und damit habe ich eine Proportionalität. Und das ist ganz wichtig, gerade bei ohmschen Verbrauchern habe ich ein direktes Verhalten, das sich immer linear verhält, synchron zueinander verhält. In dem Augenblick, wo ich die Spannung erhöhe, erhöht sich auch der Strom. In dem Augenblick, wo ich die Spannung reduziere, reduziert sich der Strom. Und das passiert immer unmittelbar
synchron zueinander. Das ist ganz wichtig. Das Ohmsche Gesetz kann man sich sehr schön auch so merken in diesem Dreieck, was Sie hier sehen. Wenn Sie U oben haben, links R und I unten, dann können Sie sich das immer schön ableiten. U ist gleich R mal I. Ja, das ist sozusagen, oder U durch R ist I oder U durch I ist R. Also das heißt, wenn man sich das Bild von diesem Dreieck hier merkt, oben U und unten R und I, dann kann man hier über Quotienten oder über die Produkte I mal R gleich U sich die ganzen Formeln einfach merken, ohne immer permanent umstellen zu müssen. Es ist ganz wichtig, dass wir bei ohmschen Verbrauchern immer eine proportionale, eine Synchronität haben. Wir ändern die Spannung und damit ändert sich auch der Strom. Und es ist dann auch ganz wichtig, weil es gibt eben neben diesen ohmschen Verbrauchern auch noch andere Verbraucher, auf die komme ich jetzt dann auch gleich zu sprechen. Ja, neben diesem ohmschen Gesetz gibt es dann letztendlich noch eine zweite Formel, die uns auch wahrscheinlich geläufig ist oder den meisten sicherlich schon geläufig ist. Geht es dann um die Leistung. Das heißt, welche Leistung setzt sich um an dem Widerstand, an dem Heizstab, wie auch immer? Und die Leistung ist das Produkt aus Strom mal Spannung. Wenn Sie sich schon, wahrscheinlich hat der eine Anfänger schon dieses Webinar besucht von zu den Solarmodulen. Auch dort habe ich Ihnen die Modulkennlinie erläutert. Und auch dort haben wir natürlich diese UI-Kennlinie. Und ich habe immer gesagt, okay, wenn die Leistung, die das Modul uns abgibt, ist immer das Produkt aus Spannung des Moduls mal den Strom, das das Modul produziert, also U mal I Volt mal Ampere. Ja, und das Formelzeichen ist die Leistung P und die Einheit Volt Ampere, man bezeichnet es als Watt. Watt steht immer für Wirkleistung, für Leistung, die wirklich zu umgesetzt wird. Also beispielsweise der Heizstab wandelt diese Energie oder diese Leistung, die ich elektrisch dem zuführe, Spannung und Strom, zu 100% in Wärme um und das ist eine sogenannte Wirkleistung und die beschreibt man in Watt. Jetzt gibt es noch einen zweiten Begriff, das ist dann die Scheinleistung, auf die komme ich dann gleich zu sprechen und die wird eben nicht mehr als Watt bezeichnet, sondern da verwendet man dann wirklich diesen Kurzbegriff Volt Ampere und der unterscheidet sich zu dieser Wirkleistung. Aber das ist jetzt so das, was wir jetzt den Bogen spannen. Wir kommen sozusagen aus diesen ohmschen Verbrauchern, gehen wir jetzt rein und stellen fest, dass es eben neben diesen ohmschen Verbrauchern auch noch Verbraucher gibt, die eben keine ohmschen Eigenschaften haben, sondern im ersten Schritt sogenannte kapazitive Eigenschaften. Und bei kapazitiven Eigenschaften fällt uns als Bauteil eben der Kondensator ein. Ja, das ist ein Den finden wir auch in jedem Wechselrichter, auch in ganz vielen elektronischen Bauteilen sind Kondensatoren mit eingebaut. Oder wir haben natürlich auch in der Photovoltaik, in der Branche natürlich auch immer mit Kondensatoren zu tun. Letztendlich ist ein Kondensator nichts anderes wie ein Energiespeicher. Und da haben wir natürlich dann, fällt uns ein, Energiespeicher, klar, Batterien. Und der Kondensator verhält sich letztendlich ähnlich wie eine Batterie. Da gibt es dann gewisse kleine Unterschiede, auf die will ich jetzt gar nicht so vertieft eingehen. Aber einfach mal so vom Verständnis her, wenn wir uns jetzt mal so eine Batterie anschauen und wir wollen eine Batterie laden oder auch entladen, dann stellen wir aber da fest, dass wenn ich eine Batterie lade, dass dann Strom und Spannung gar nicht mehr synchron zueinander verlaufen, wie wir es vom ohmschen Widerstand kennen, sondern wenn wir uns mal so die Lade- und Entladekurve von so einer Batterie anschauen, sehen wir es sehr schön, wenn ich eine Batterie beginne zu laden, dann steigt erstmal die Spannung an der Batterie an. Der Strom ist schon relativ hoch, der fließt gleich am Anfang relativ mit hohem Wert, ist am Anfang so wie ein Kurzschluss. Irgendwann hat die Batterie ihre maximale Spannung erreicht. Das ist die Ladeschlussspannung, sagt man dazu. Und in dem Augenblick, wenn die Spannung dann ihr Maximum erreicht hat, dann sinkt der Strom und wird immer weniger, bis irgendwann die Batterie komplett geladen ist. Das heißt, das kennen wir auch, wenn wir ein Elektroauto laden. Wenn das schon ziemlich voll ist, dann sind wir sozusagen in dem rechten Bereich schon. Wir haben eine hohe Spannung anstehen an der Batterie, aber der Strom wird immer weniger. Das heißt natürlich auch die Ladeleistung, U mal I, ist weniger. Das heißt, gerade am Ende des Ladens lade ich nur noch mit einem kleinen Strom. Das heißt, es dauert dann natürlich auch entsprechend lange, bis ich so eine Batterie geladen habe. Ja, liegt daran, dass eben hier keine Synchronität mehr ist. Ich habe am Anfang den maximalen Strom, die Spannung steigt langsam an bis zu ihrem Maximum. Und in dem Augenblick, wo die Spannung ihr Maximum erreicht hat, sinkt der Strom.
um die Batterie komplett vollzuladen. Das heißt, wir haben jetzt hier also nicht mehr so ein einfaches Verständnis. Steigt die Spannung, steigt der Strom, sinkt die Spannung, sinkt der Strom, ist bei einer Batterie nicht mehr so gegeben. Das kann man sich auch hier an dem Beispiel nochmal gut anschauen. Ich habe das hier nochmal so skizziert. Also Sie sehen hier, der Kondensator ist zu Beginn neutral und jetzt wird er aufgeladen. Jetzt fließt ein Strom. Zu Beginn ist es der Kurzschlussstrom. Elektronen fließen oder Protonen fließen hier auf die Platte, verdrängen ein Elektron und jetzt wird der Kondensator, wird er sich aufladen. Zu Beginn kann der Strom noch relativ entspannt fließen. Er hat noch keine Gegenspannung. Es ist wie ein Kurzschluss. Es fließt ein sehr hoher Strom. Und je mehr Elektronen sich da versammeln oder auch Protonen sich da versammeln, entsteht hier eine Spannung, auch ein Konzentrationsunterschied. Die Spannung wird größer, baut sich auf und hindert die Elektronen daran, dass sie weiterfließen oder dass sie mit der gleichen Kraft fließen. Das heißt, der Strom wird langsam geringer, sodass er irgendwann dann, wenn der Kondensator aufgeladen ist im Gleichstromkreis, kommt der Strom zum Erliegen. Wir haben jetzt den aufgeladenen Kondensator, baut eine Gegenspannung auf, sodass diese Quellenspannung, die wir hier haben, nichts mehr anrichten kann. Es fließt kein Strom mehr und alles ist gut. Erst dann, wenn ich jetzt hier ein zweites Kabel anschließen würde, und ich würde den Kondensator entladen, ich würde damit einen Verbraucher betreiben, eine Lampe oder was auch immer, würde sich der Kondensator wieder entladen. Und auch da habe ich dann wiederum ein nicht synchrones Verhalten zwischen Strom und Spannung. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen in diesen Kurven, in diesen Stromspannungsverläufen, dann sieht man das beispielsweise beim Aufladevorgang von einem Kondensator, sieht man das nochmal sehr schön. Also hier haben wir die X-Achse, da ist die Zeit abgetragen, auf der Y-Achse der Strom. Und am Anfang, wie beschrieben, am Anfang, wenn der Kondensator noch nicht geladen ist, also wenn er sozusagen im Kurzschluss ist, dann fließt der Strom natürlich sehr hoch, ja, und dann wird der Strom mit dem Ladevorgang wird er immer geringer. Und im Gegenzug dazu steigt die Spannung so langsam an. Am Anfang ist die Spannung 0 am Kondensator, jetzt fließen die Elektronen auf die beiden Platten, laden den Kondensator auf und es entsteht eine Spannung, die natürlich ihr Maximum irgendwann erreicht hat, passend natürlich zu der Quellenspannung, also der Spannung, die den Kondensator aufgeladen hat. Ja, und da sehen wir jetzt sehr schön, dass wir hier zu Beginn einen hohen Stromfluss haben. Spannung ist 0 und am Ende ist der Strom 0, aber die Spannung hoch. Das heißt, hier haben wir ein komplett anderes Verhalten, wie es beim ohmschen Verbraucher der Fall ist. Ja, und das Entladen würde jetzt ähnlich ausschauen. Das will ich jetzt gar nicht mehr so sehr vertiefen. Sie können diese Folien oder die Unterlagen natürlich auch im Nachgang nochmal etwas genauer studieren. Mir geht es einfach darum, dass man versteht, dass bei den Kondensatoren sich dieser Strom- und Spannungsverlauf, dass die eben immer synchron zueinander sind. Dass hier ein zeitlicher Versatz stattfindet und eben auch beim Entladen des Vorgangs, der Kondensator ist vollgeladen, ich schließe den Verbraucher an, das heißt, die Spannung ist sehr hoch am Kondensator und der Strom ist jetzt auch sehr hoch und jetzt entlädt er sich der Kondensator. Die Spannung wird jetzt immer kleiner und versorgt natürlich den Verbraucher. Auch hier haben wir wieder so eine Asynchronität vom Strom- und Spannungsverlauf. Das ist nämlich ganz wichtig, weil wenn wir jetzt dann in die Wechselstromtechnik übergehen, wenn ich es Ihnen erkläre, was wir auf der Wechselstromseite haben, dann kommen diese beiden Begriffe nochmal zum Tragen und dann verstehen wir auch besser, was sich da hinter dem System verbirgt. Ja, und neben der Spule oder Entschuldigung, neben dem Kondensator der Batterie gibt es natürlich noch einen zweiten Verbraucher. Das ist die elektrische Spule. Man spricht hier auch von der Induktivität. Kondensatoren findet man überall in der Verwendung, beispielsweise auch, wenn ich Energie übertrage von einem Kraftwerk über eine Freileitung zu einer Ort hin, zu einer kleinen Ortschaft, zu einem landwirtschaftlichen Betrieb, der, wenn es so Einsiedelhof ist, weit weg. Und da liegt vielleicht eine Freileitung über Masten geführt und dann ist auch das Kabel, was ich da verlege, bildet einen Kondensator gegen das Erdreich. Also auch da findet man immer diese Eigenschaft des Kondensators, der Kapazität in der normalen Elektrotechnik überall, wenn man dann genauer hinschaut. Ja, und neben diesem Kondensator, neben der Kapazität, wie man auch dazu sagt, gibt es noch einen zweiten Bauteil in der Elektrotechnik, das ist die sogenannte elektrische Spule oder auch die Induktivität. Auch die finden wir in der Elektrotechnik sehr häufig.
Braucht man auch, um Wechselrichter zu bauen. Da braucht es dann auch entsprechende Spulen. Letztendlich geht es immer darum, dass ich hier sozusagen den Kupferdraht aufwickel. Da kann ein Kern drin sein aus Metall. Ja, das ist dann eher so eine Art Transformator schon. Kann aber auch nur Luft sein, der da drin ist. Je nachdem, was ich da innen drin habe, verändere ich die Eigenschaften von dem System. Aber so grundsätzlich geht es darum, dass wir hier auch ein Magnetfeld aufbauen. Das Magnetfeld kennen wir vielleicht mal so grundsätzlich von den Permanentmagneten, die wir auch in Verwendung haben im Haushalt, um irgendwas zu befestigen oder wie auch immer. Und der Magnet selbst baut natürlich auch ein Magnetfeld auf, immer vom Norden nach Süden verlaufen da die Feldlinien. Wir haben es natürlich auch, unser Erdmagnetfeld ist ja auch vom Nordpol zum Südpol runter und da entstehen entsprechende Magnetfeldlinien und die haben natürlich entsprechende Funktionen und und. Und dieses Magnetfeld ist jetzt hier ein Permanentmagnet, aber ich kann so ein magnetisches Feld auch aufbauen, wenn ich das mit einem Strom mache, mit Wechselstrom oder Gleichstrom, beides möglich. Das heißt, wenn ich ein Kabel aufwickel, wie man es jetzt hier sieht, und ich habe hier einen Eisenkern da drin und ich lasse hier einen Strom fließen, dann entsteht auch hier ein Magnetfeld. Da gibt es dann entsprechende Regeln dafür, wie das Magnetfeld sich aufbaut, wo der Nordpol und wo der Südpol ist. Da gibt es dann so diese verschiedenen Daumenregeln, die es dann da gibt. Aber mal so grundsätzlich vom Verständnis her ist es so, hat eben in der das irgendwann mal rausgefunden, dass wenn hier ein Strom fließt durch diesen Kupferdraht und es dann so aufgewickelt, dann entsteht um diesen Kupferdraht im Inneren ein Magnetfeld und entsteht natürlich eine Schlaufe. Und gut ist es. Und was durch dieses Magnetfeld passiert ist, dass wenn in dem Augenblick, wo so ein Magnetfeld sich aufbaut, ja, es entsteht diese Magnetfeldlinien, baut dieses Magnetfeld sozusagen eine Hinderung auf für den Strom, der fließt. Das heißt, dieses Magnetfeld, das da entsteht, bremst den Strom, der da fließen möchte. Das heißt, durch diesen Magnetfeldaufbau wird der Strom eingebremst. Und das ist einfach ein Effekt, der bei Induktivität, bei Spulen auftritt. Und insofern ist es ähnlich wie beim Kondensator. Auch hier haben wir sozusagen einen zeitlichen Versatz von Strom und Spannung. Nur ist es da eben andersrum zum Kondensator. Das heißt, am Anfang bildet die Spule einen sehr hohen Widerstand. Das heißt, der Strom, der am Anfang fließt, ist sehr klein und irgendwann hat es dieses Magnetfeld, kommt es zum Erliegen oder ist dann nicht mehr so relevant und erst dann steigt der Strom an und die Spannung am Anfang ist schon sehr hoch, also es entsteht eine Gegenspannung durch diese Induktivität, bremst den Strom sozusagen ein. Und Strom- und Spannungsverläufe sind auch hier wiederum zeitlich versetzt zueinander. Das heißt, wenn wir so eine Induktivität einschalten, dann baut sich automatisch so eine Gegenspannung auf, die durch dieses Magnetfeld, das da entstanden ist, bremst den Strom, der am Anfang sehr, sehr klein ist, fließt kaum ein Strom. Und irgendwann wird diese Gegenspannung immer kleiner und dadurch ermöglicht diese kleinere Gegenspannung, dass der Strom ansteigen kann, sodass am Schluss der Strom maximal ist, der durch diese Spule fließt, aber die Spannung, die an der Spule ansteht, gegen Null geht. Also auch hier haben wir wieder so ein Verhalten, dass Strom und Spannung eben sich zeitlich unterschiedlich verhalten. Zu Beginn ist der Strom jetzt in dem Fall sehr niedrig, die Spannung ist sehr hoch, und beim Ausschalten gerade wiederum andersrum, wie wir es eben auch schon beim Kondensator her schon gehört haben. Ja, hier haben wir jetzt nochmal sozusagen dieses Ausschalten von der Induktivität. Da ist am Anfang der Strom fließt sehr hoch, die Spannung hat eine Gegenrichtung, also andere Polarität. Und auch hier gleichen sich dann Ströme und Spannungen wieder entsprechend an. Auch hier haben wir wieder einen Versatz von Strom und Spannung. Die sind also nicht mehr gleichmäßig so verhalten wie beim ohmschen Widerstand, sondern ich habe hier einen zeitlichen Versatz von Strom- und Spannungsfluss. Und das ist ganz wichtig. Wenn man das verstanden hat, dann ist der Bogen dann jetzt dann in die Wechselstromtechnik auch nicht mehr gar so kompliziert. Grundsätzlich sind diese Eigenschaften des Kondensators eher eine technische Beschreibung von einem System. Der Kondensator wird sozusagen verlustfrei betrachtet und auch die Induktivität ist verlustfrei betrachtet. Das heißt, der Draht, der da in dieser Spule verwendet wird, wird sozusagen immer als
separat nochmal betrachtet. Das heißt, wir haben in der Elektrotechnik nie nur eine Induktivität oder nie nur eine Kapazität, sondern letztendlich ist es immer eine Kombination aus zwei Komponenten, sprich aus dem Kondensator und einem Widerstand, denn der Kondensator selbst hat auch einen inneren Widerstand. Der Kondensator, wenn der arbeitet, wird er auch warm, hat er auch eine Temperatur, die da entsteht, und die ist dann sozusagen immer diesem ohmschen Anteil geschuldet, der in jedem Bauteil, ob jetzt das ein Kondensator ist oder ob es eine Induktivität ist, immer mit drin steckt. Insofern sind diese Bauteile nie als einzelne Bauteile zu betrachten, sondern sie sind tauchen immer in Kombination auf mit einem Widerstand R, ob es jetzt hier der Kondensator ist oder auch bei der Spule. Beispielsweise, wenn wir jetzt schon einen Weg weiterdenken, wenn wir bei dem Beispiel bleiben von vorhin, wir haben eine Stromversorgung von einem Bauernhof, der etwas weiter weg liegt, dann haben wir eine Freileitung. Irgendwo von der Ortschaft geht es dann zu dem Landwirt rüber bei Freileitung, und der hat natürlich eine Zuleitung. Da laufen dann 3 oder 5 Kabel hin oder 4, je nach Netzform. Und dieses Kabel, wie schon erwähnt, es stellt einerseits eine Kapazität dar. Das Kabel kann sich aufladen gegen Erde. Das ist immer so das eine, was passieren kann. Damit ist das Kabel wie ein Kondensator zu betrachten. Aber dieses Kabel, das sozusagen vom Ort bis zum landwirtschaftlichen Anwesen läuft, stellt auch eine Spule dar mit einer Windungszahl 1. Ja, das sind also nicht viele Windungen, die ich aufgewickelt habe vom Kabel, sondern man kann sich das bildlich so vorstellen, dass wenn das ein Kabel wäre mit nur einer Windung und die Windung ist ganz weit gestreckt, also auch dieses Kabel hat auch, glaubt man nicht, aber hat auch induktive Eigenschaften, verhält sich auch wie eine Spule. Und jetzt kommt es dann eben darauf an, was dominiert, welche Art von Kabel verwende ich. Mal ist eben diese kapazitive Eigenschaft eher dominierend vom Kabel, oder eher die induktive Eigenschaft vom Kabel dominierend, wenn man dann dieses Kabel entsprechend in seiner Eigenschaft beschreiben möchte. Das ist hier mal sozusagen der erste Blick über die Gleichstromtechnik. Ich denke, da kann man das am besten nachvollziehen und auch am leichtesten noch verstehen, wie sich das mit diesen kapazitiven und induktiven Verbrauchern, die wir eben noch im Netz haben oder eben Bauteilen haben, wie sich das damit verhält. Ja, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, und jetzt wechseln wir rüber in die Wechselstromtechnik. Ja, das heißt, hier sehen wir auch nochmal so eine Freileitung, das ist mit den entsprechenden Isolatoren, das ist also eine 100.000 Volt Leitung, die man da sieht. Das ist nur ein Isolator mit einer Länge von ungefähr 1 Meter. Damit weiß man immer, okay, 1 Meter Abstand zu den Masten ist 100.000 Volt Spannung, die da übertragen wird. Übertragen wird natürlich immer Wechselstrom. Wechselstrom, vorhin ja schon mal ganz einfach dargestellt, der Verlauf der Wechselspannung letztendlich haben wir hier dargestellt. Also die Spannung steigt an, hat irgendwann mal ihr Maximum, dann wird sie wieder geringer, dann hat sie wieder Nullwert, und jetzt ändert sie ihre Richtung. Jetzt bekommt sie einen negativen Wert, und wir sehen, jetzt kommt sozusagen die zweite Halbwelle. Jetzt ist der Wert alles negativ und dann wiederholt sich das wieder. Diese Änderung, also ein Phasendurchgang, einmal positiv, einmal negativ, ist eine Phase, ein Phasendurchgang, und das passiert 50 Mal in der Sekunde. Und da gibt es natürlich, die Spannung hat immer einen anderen Wert. Und natürlich, wenn wir jetzt da einen ohmschen Widerstand anschließen, wissen wir, okay, die Spannung steigt hier an. Ja, die verändert ihren Wert, wird immer größer. Das heißt natürlich auch, der Strom, die Folge davon ist, von dieser Spannung, an dem Verbraucher, und wenn das ein ohmscher Verbraucher ist, dann steigt natürlich proportional oder auch synchron zu der Spannung der Strom an. Und das heißt, wir bekommen eben neben dem Stromverlauf, neben dem Spannungsverlauf, Entschuldigung, auch den Stromverlauf. Das heißt, im ersten Augenblick fließt der Strom in die eine Richtung, ja, hin, und dann, sobald die Spannung negativ ist, ändert der Strom seine Richtung und dann fließt er wieder zurück oder her, hin und her. Hat sozusagen seinen negativen Wert. Es gibt hier natürlich immer ein Maximum, das ist dieser Scheitelwert von der Spannung, die ich Ihnen auch schon mal erläutert habe. Es gibt hier diesen Effektivwert und Scheitelwert. Also U-Max ist der Scheitelwert, der ist also bei 325 Volt beschrieben. Das ist also der maximale Wert, der auftreten kann. Wichtig ist also, dass wir hier bei ohmschen Verbrauchern haben wir eine Synchronität, und wenn wir das beides in eine Kurve übertragen, sind wir jetzt hier, Strom und Spannung verlaufen in Phase. Ja? Steigt die Spannung an, steigt der Strom an. Ja? Rote Kurve ist die Spannung,
Blaue Kurve ist der Strom. Dann haben wir beide Werte mal bei 0 und jetzt ändert sich die Spannung, kriegt ein negatives Vorzeichen, der Strom, dadurch fließt der Strom in die andere Richtung, was wir jetzt hier auch haben. Ja, und da haben wir genau wieder das gelernt. Wir haben den ohmschen Verbraucher und bei ohmschen Verbrauchern verhalten sie sich sozusagen synchron zueinander. Alles ist gut. Wenn wir uns das jetzt nochmal diese Folie taucht doppelt auf, deswegen plotte ich jetzt dann nochmal gleich zur Folie weiter. Und wenn wir uns jetzt eben diese Formel verwenden, T ist U mal I, ja, die Leistung, wenn wir die ermitteln, es ist das Produkt aus Strom und Spannung. Und wir haben ja hier mit der blauen und mit der roten Kurve sozusagen Strom und Spannung. Und wenn wir das jetzt miteinander multiplizieren, U mal I, dann ist es natürlich so, dass wir hier anfangen, Strom ist 0, Spannung ist 0, ergo ist die Leistung auch 0. Dann steigt die Leistung natürlich an hierüber. Wir haben auch unser Maximum wieder, wenn eben der Strom seinen maximalen Wert hat, hat auch die Spannung ihren maximalen Wert. Sind wir jetzt hier oben und dann wird natürlich die Spannung wieder kleiner, Strom wird kleiner, ergo wird natürlich auch die Leistung kleiner. Das heißt, jetzt an dem zweiten Wendepunkt hier haben wir auch wieder einen Wert. 0 mal 0 ist 0. Das heißt, da ist auch die Leistung, die das Netz auf nimmt, wenn wir eine PV-Anlage haben und wir speisen Energie ins öffentliche Netz ein, ist der Wert 0. Und jetzt ändert sich ja die Richtung, sowohl von der Spannung, also die Spannung bekommt jetzt einen negativen Wert, damit auch der Strom einen negativen Wert. Und durch das, dass wir ja minus 1 mal, also dass wir zwei negative Werte miteinander multiplizieren, sprich minus 1 mal minus 1, und da haben wir mal in der Schule gelernt, das ist plus, also minus mal minus gibt plus, ergo ist natürlich dann auch die Leistung plus. Das heißt, U mal I auf der negativen Seite ergibt auch wiederum einen positiven Wert. Und wir haben wieder den gleichen Verlauf, den wir hier kennen. Das heißt, jetzt haben wir auch einen Sinusverlauf, aber jetzt haben wir eben eine Frequenz eben nicht mehr von 50 Hertz, sondern die Leistung ändert sozusagen ihren Wert 100 Mal in der Sekunde. Und das Spannende ist, dass wir ja auch Augenblicke haben, wo das Netz keine Energie aufnimmt. Und das ist eigentlich eine ganz verrückte Geschichte, denn in dem Augenblick, wo ich jetzt gerade bin mit Ihnen, da nimmt das Netz keine Energie auf oder es gibt uns auch keine Energie zur Verfügung, stellt uns keine Energie zur Verfügung. Und merken wir auch, das kennen wir auch von Lampen, die ab und an zu flackern. Das ist dieses 50-Hertz-Flimmern, denn die Lampe gibt ja auch manchmal kein Licht von sich und dadurch fängt es zum Flackern an, diese 50 Hertz, die wir vielleicht auch kennen. Und auch schon mal gesehen haben, sieht man gerne, wenn man übers Meer schaut und man sieht eine Insel im Hintergrund und da ist eine kleine Ortschaft drauf und nachts brennen dann die Lampen und dann sieht man das Flackern sehr schön und da erkennt man diese 50-Hertz-Flimmern. Bei PV-Anlagen ist es natürlich blöd, weil die PV-Anlage natürlich permanent Stromenergie erzeugt. Die Sonne scheint ja ständig, die flackert ja nicht, sondern die liefert ja kontinuierlich Energie. Und da ist natürlich die Frage, ja, was passiert denn in den Augenblicken, wo das Netz keine Energie aufnehmen kann? Aber die PV-Anlage ja Energie produziert. Ja, das ist also in dem Punkt, das Netz nimmt keine Energie auf, die PV-Anlage produziert aber Energie und dazu sind dann eben wiederum Kondensatoren notwendig. Die sieht man, wenn man hier links auf dieses Bild schaut, ich hoffe, Sie sehen es auch halbwegs gut, da sind Sie rechts oben und links oben diese blauen Töpfe, das sind Kondensatoren, das sind kleine Energiespeicher. Das heißt, in dem Augenblick, wo das Netz keine Energie aufnimmt, wird die Energie im Wechselrichter dazwischen gespeichert und das dann abgegeben, wenn das Netz, sprich die Phasen, wieder in der Lage sind, Energie aufzunehmen, was wir hier in diesem Kurvenverlauf sehen. Das ist hier also der Verlauf von einem ohmschen Verbraucher im Wechselstromnetz. Ja, wir haben also diesen Sinusverlauf. 100 Mal in der Sekunde wird diese Leistung mal rauf, mal groß, mal klein sein. Sie ist immer positiv, weil wir immer hier bei Minus mal Minus immer Plus sind. Also das ist der ganz klare Verlauf. Und auch das, dass diese Leistung auch Plus ist, immer positiv ist, ist es auch wirkliche Wirkleistung. Das ist also Energie, die wirklich umgewandelt wird in Wärme, in Beleuchtung oder was auch immer, also die wir auch wirklich nutzen können. Ja, und jetzt ist es natürlich die Frage, ja, jetzt haben wir hier diese Kurven uns mal angeschaut mit einem ohmschen Verbraucher. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier eben keinen ohmschen Verbraucher in Verwendung habe, sondern einen kapazitiven Verbraucher oder einen induktiven Verbraucher?
Was wir jetzt schon wissen, ist, dass bei Induktivitäten und auch bei Kapazitäten der Strom und die Spannung nicht mehr synchron zueinander sind. Das heißt, die haben so einen Versatz dazu, ja, wie wir es ja vorhin auch gesehen haben, mit dem Laden-Entladen vom Kondensator. Und letztendlich ist es ja so, dass durch diesen Wechselstrom, dass die Spannung eben mal positiv ist und mal negativ ist, heißt es ja eigentlich, der Kondensator, wenn der da drin auch mit eingebaut ist oder genutzt wird, dann wird er mal aufgeladen und wird entladen. Plus und Minus. Ja, damit lade ich den Kondensator immer auf, entladen dann, laden dann auf, entladen dann. Also so ein Verhalten habe ich da. Oder bei einer Induktivität baue ich ein Magnetfeld auf, ich baue das Magnetfeld wieder ab und und. Also da passiert ein ganz anderes Verhalten. In der Theorie der Wechselstromtechnik schaut es dann so aus, dass wenn ich einen reinen Kondensator im Wechselstromkreis habe, dann ist es natürlich nachvollziehbar, okay, solange die Spannung positiv ist, wird der Kondensator aufgeladen. Und wenn die Spannung negativ ist, Spannung wird jetzt kleiner, gegen Null, dann entlädt sich der Kondensator wieder. Das heißt, es ist ein permanentes Aufladen und Entladen von dem System. Da wird auch keine Energie umgewandelt, da entsteht keine Wärme, da entsteht kein Licht, sondern da entsteht eigentlich nur ein Energiefass. Ich schiebe Energie rüber oder Leistung rüber und bekomme die beim Entladen wieder zurück. Und das sehen wir uns, schauen wir uns jetzt mal in dieser Kurve an, was jetzt hier auf der linken Seite sind. Also auch hier haben wir wieder unsere Stromkurve und unsere Spannungskurve. Die Spannungskurve ist ja das, was sozusagen die Ursache ist. Da haben wir unseren Spannungsverlauf, den kennen wir schon. Und was jetzt passiert ist, ist eben, dass dieser Strom, der jetzt dadurch entsteht, durch diese Spannung am Kondensator eben nicht mehr synchron ist, sondern es passiert eine Phasenverschiebung vom Strom. Und beim Kondensator sieht man sehr schön, da ist der Strom. Also wenn wir jetzt hier mal den negativen Wert sehen, da geht die Spannung sozusagen in den negativen Bereich rein. Und der Strom, der ist eigentlich schon schneller wie die Spannung. Das heißt, er fängt schon wesentlich eher an, negativ zu werden und sein Maximum zu erreichen. Die Spannung kommt erst später nach. Das heißt, ich habe hier einen zeitlichen Versatz. Das kann man sich sehr schön merken. Da gibt es so einen Merksatz davor. Beim Kondensator geht der Strom vor. Ja, Kondensator vor. Ja, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wenn wir jetzt eben Strom und Spannung miteinander multiplizieren, und auch da gibt es natürlich wieder diese Gesetze, plus mal plus ist plus und minus mal minus gibt minus. Aber jetzt sehen wir es hier schön, die Leistung. Der Leistungsverlauf schaut jetzt so aus. Ja, wenn ich diese beiden Werte miteinander multipliziere, entsteht eine Kurve, die so ausschaut. Hier hat es einen Nullpunkt. Jetzt hat es einen Minuswert. Und jetzt ist die Leistung eben nicht mehr nur Plus, sondern auch Minus. Dann wird sie wieder Plus, wieder Minus. Und das ist sozusagen das Bild dafür, dass wir den Kondensator aufladen. In dem Augenblick wird der Kondensator aufgeladen. Jetzt ist er voll. Und jetzt im nächsten Schritt wird der Kondensator entladen. Er gibt seine Energie wieder ab, entlädt sich wieder. Dann wird er wieder geladen. Entladen, geladen, entladen. Das heißt, diese Energie, die da übertragen wird von der Energiequelle zum Kondensator, geht nicht verloren, sie wird nicht umgewandelt, sie bleibt im System. In dem Augenblick, dass ich eben den Kondensator auflade, jetzt ist die Energie im Kondensator drin, geht nicht verloren, bleibt da. Und im nächsten Schritt entlade ich den Kondensator wieder und gut ist es. Und so passiert es permanent. Das heißt, ich wandelt hier keinerlei Energie um, sondern sie bändelt nur die Energie im Netz mal hin und her über dieses Auf- und Entladen vom Kondensator. Ja, man sieht es auch, wenn man das jetzt zusammenzählt, den Pluswert von der Leistung und den Minuswert der Leistung zusammenzählt, stellt man fest, naja, das ist ja in Summe, diese Fläche ist gleich groß, ergo einmal aufladen, einmal entladen, Summe ist gleich groß. Das heißt, es wird hier nichts umgewandelt, es wird hier nichts passieren, es wird nichts warm, weil es in reiner Induktkapazität ist. Kapazität, Strom geht vor Kondensator. Ja, und das gleiche Spiel haben wir nochmal, wenn wir uns jetzt anschauen, die Induktivität. Dann ist es bei der Induktivität gerade andersrum, denn da ist der Strom später dran. Also erst kommt die Spannung. Durch das, dass sich das Magnetfeld aufbaut, wird der Strom eingebremst. Also er kommt erst später zum Tragen. Und da gibt es auch diesen Merksatz dafür, Induktivität, Strom zu spät. Und beim Kondensator geht der Strom vor. Also wir haben hier zwei Phasenverschiebungen, die wir hier einerseits beim Kondensator haben. Strom geht vor und bei der Induktivität geht der Strom nach. Er kommt später dran. Der Leistungsverlauf ist letztendlich der gleiche, den wir jetzt hier sehen.
Das heißt, wir haben hier, wir bauen ein Magnetfeld auf, dann wird dieses Magnetfeld wieder entladen, gibt wieder seine Energie ab. Ähnlich wie beim Aufladen des Kondensators, so kann man sich das ähnlich auch vorstellen. Eben hier passiert es eben nicht über elektrische Ladungen, sondern über Magnetfelder. Das Prinzip ist das gleiche. Die Energie, die ich nutze, um das Magnetfeld aufzubauen, bekomme ich wieder zurück, wenn sich das Magnetfeld wieder abbaut und wieder Energie freigibt. Das heißt, in Summe ist es auch wieder null. Das heißt, es wird hier keine Leistung umgewandelt, es geht keine Leistung verloren. Ja, und damit haben wir jetzt sozusagen vom Verständnis her vielleicht schon die ersten Schritte gelegt, um dann auch in den Bereich der Schein-, Blind- und Wirkleistung reinzugehen. Die Leistung, die wir jetzt hier sehen, ist eine reine Blindleistung. Blindleistung deswegen, weil es ja eine Leistung ist, die ich nur verwende, um den Kondensator aufzuladen oder zu entladen. Das ist also eine Leistung, die nicht verloren geht. Aber ich muss die Leistung erzeugen, weil sie ja immer hin und her pendelt. Das heißt, auch meine PV-Anlage, mein Wechselrichter müsste diese Leistung irgendwo generieren. Er bekommt sie wieder zurück. Ja, das ist ja nur ein Pendeln von Energie, aber das ist da. Deswegen spricht man hier auch von einer Leistung, man bezeichnet diese Leistung als Blindleistung, weil sie hat keine Folgen letztendlich für Wärme oder für Beleuchtung. Also Blindleistung macht nichts hell oder nichts dunkel, sondern es ist nur Energie, die mal ausgetauscht wird, wandert von einem Punkt zum anderen und wieder zurück, pendelt hin und her. Die erste Leistung beim ohmschen Widerstand, wie schon beschrieben, haben wir, das ist unsere Wirkleistung, das ist also Leistung, alles positiv. Wir laden, wandeln diese Energie auch wirklich um im System, in Wärme oder in Beleuchtung oder in mechanische Energie, kann es auch sein, Autoantrieb beispielsweise, da ist dann mechanisch, aber da wird wirklich die Energie umgewandelt in Bewegung oder in Wärme oder was auch immer. Das bezeichnet man als Wirkleistung. Die Einheit dazu ist dann auch letztendlich das Watt. Und bei den Induktivitäten und Kapazitäten, wie ich es ja schon beschrieben habe, redet man eben von der Blindleistung und je nachdem, mit welcher Eigenschaft diese Blindleistung ist, eilt der Strom vor oder nach, spricht man eben von kapazitiver Blindleistung. Also da ist der Strom ja voreilend, ja. Oder eben von der induktiven Blindleistung, da ist der Strom nacheilend. So grundsätzlich kann man sagen, dass kapazitive Blindleistung führt dazu, dass ein Netz, dass da eine Spannung sich verändert, die wird angehoben, die wird vergrößert. Und bei induktiver Blindleistung, das können Sie sich dann auch in den Texten noch einmal nachlesen, in Ruhe danach, bei der induktiven Blindleistung wirkt es spannungssenkend, das System, was da die Ursache ist. Jetzt vermisse ich da zwei Folien. Ich schaue jetzt mal, ob ich das noch finde. Augenblick, ich muss jetzt mal ganz kurz, genau, diese Folie über, genau, das heißt, jetzt gehen wir mal sozusagen nochmal auf diese Folie hin. Und jetzt ist es aber so, dass wir ja gesagt haben, und da habe ich Ihnen auch erklärt, dass ja wir letztendlich in so einem System nicht den Kondensator nur alleine haben, sondern der taucht ja immer in Kombination auch mit einem Widerstand auf. Und wenn man jetzt sozusagen eine Kombination aus Kondensator und Widerstand oder aus Spule und Widerstand machen, dann verändert sich dieses Kurvenbild ein Stück weit. Das heißt, dieser Leistungsverlauf ist nicht mehr mittig angesiedelt, wie man es jetzt hier sieht, sondern die Kurve ist nach oben verschoben. Und in dieser Kurve, in dieser Leistungskurve, Strom und Spannung ist auch wieder ein Phasenverzug da. Ja, Kondensator, Strom geht vor, Strom ist etwas schneller wie die Spannung und dadurch entstehen erstens einmal so ein negativer Bereich, den wir jetzt hier sehen von der Leistung und das ist das, wo der Kondensator sich wieder entlädt. Und nachdem er sich ja entlädt, muss er ja auch irgendwo geladen werden in der gleichen Menge und das ist sozusagen der Kopf von der Leistung, die man jetzt hier oben sieht. Da können wir sagen, okay, das ist die Energie, die wir reinstecken, dass wir den Kondensator laden. Hier wird er wieder entladen. Das heißt, es ist Energie, die pendelt nur hin und her, laden, entladen. Und dann gibt es aber noch eine Fläche, die habe ich jetzt hier im zweiten Feld mal orange markiert. Das ist die Leistung, die im Widerstand umgesetzt wird. Das ist die Wirkleistung.
Und wenn wir jetzt sozusagen die Leistungen in Summe sehen, die beiden grünen Kurven und die orangene Kurve da zusammen, wenn ich das dann hier rüberschieben würde optisch, dann könnte man sagen, in Summe ist das die gesamte Leistung, die dem System übertragen wird. Hier wird man aufgeladen, hier entladen, die Leistung bekomme ich wieder. Und in Summe bezeichnet man das als Scheinleistung. Das heißt die Summe aus der Blindleistung, die wir hier kennen, und der Wirkleistung. Und diese beiden werden miteinander addiert. Aber nicht auf normale Art, komme ich gleich nochmal dazu, ist dann die sogenannte Scheinleistung. Und auch hier ist dann die Einheit Volt Ampere und gut ist. Und ja, und jetzt sind wir dann sozusagen bei dieser Begrifflichkeit von Schein, Wirk und Blindleistung. Und das eine Bild, was man hier oft mal auch so im Internet findet, der sozusagen das Bier als die Wirkleistung beschreibt und der Schaum obendrauf sieht man sozusagen als die Blindleistung, als ein ja, als Schaum, den man eigentlich nicht trinken kann. Und die Summe aus Wirk- und Blindleistung ist die Scheinleistung. Kann man sich so gut vorstellen. Ich habe ein anderes schönes Bild, was man fast noch besser ist. Diese beiden Leistungsformen, also diese Blindleistung und diese Wirkleistung, in Summe die Scheinleistung, ist in jedem elektrischen Netz vorhanden. Also wir haben immer mit diesen beiden Begrifflichkeiten zu tun, weil jedes Netz hat kapazitive oder auch induktive Eigenschaften. Und so das Flugzeug, das fliegt, macht letztendlich auch, beschreibt es auch nochmal sehr schön, aber fast technisch sauberer. Das heißt, ich habe, wenn ich fliege von A nach B, habe ich natürlich eine entsprechende Flughöhe und das ist meine Wirkleistung. Ich will von Nürnberg nach, keine Ahnung, nach Korfu fliegen und das ist das, was mein Ziel ist, die überbrückte Strecke, die ich da überwinden muss, in der Entfernung Nürnberg-Korfu. Das ist mein Vortrieb, das ist meine Wirkleistung. Damit das Flugzeug aber auch immer effizient fliegt, dass der Widerstand, der Luftwiderstand am geringsten ist, dass ich wenig Turbulenzen habe, muss das Flugzeug permanent aber auch seine Höhe anpassen. Das heißt, es hat eine Höhenanpassung. Und diese Höhenanpassung heißt natürlich auch, da muss ich mehr Energie reinstecken, dass das Flugzeug seine Höhe verändert. Aber wenn ich das Flugzeug wieder sacken lasse, bekomme ich diese Energie sozusagen auch wieder zurück. Und das könnte man auch bildlich als Blindleistung betrachten. Und dann habe ich sozusagen den Vorschub, das ist die Wirkleistung. Das heißt, die eine Kraft oder Leistung wirkt nach oben oder nach unten, Blindleistung. Die andere Kraft ist der Vortrieb. Und wenn ich das als Kraft bezeichnen würde und ich habe zwei Kräfte, die eine Kraft wirkt nach unten und die andere Kraft wirkt nach vorne, dann kennen wir das vielleicht noch so aus der Physik, dass er dann sozusagen so eine Art Diagonale entsteht, ja, die Höhenanpassung nach unten gezeichnet würde jetzt hier nach unten gehen und dann wäre sozusagen die Summe aus beiden Kräften, der Vortrieb und der Höhenanpassung, hier so eine leichte Schräge. Das ist das, was dann in Summe sozusagen an Leistung das Flugzeug generieren muss und das wäre dann auch bildlich gesprochen, wäre das sozusagen dann die Scheinleistung, das ist die Summe aus beiden Kräften und ich habe die Wirkleistung ist unser Vortrieb und die Blindleistung als Höhenanpassung ist hier sozusagen in der Höhenanpassung passiert. Und das heißt, wir haben hier sozusagen die Geometrie dieses Dreiecks, immer dieser zwei Seiten. Und deswegen kennen wir auch in dieser Schein-, Blind- und Wirkleistung tauchen dann immer diese Begrifflichkeiten des Cosinus auf. Und der Cosinus beschreibt ja auch immer diesen Zusammenhang zwischen den Komponenten in einem Dreieck. Also wir haben ja sozusagen diesen rechten Winkel. Der rechte Winkel wird von diesen beiden Katheten beschrieben. Ankathete und Gegenkathete. Die Ankathete ist immer die Kathete, die dem Winkel entsprechend näher liegt. Dann gibt es eben diese Gegen, die dem Winkel gegenüber liegt, das ist die Gegenkathete. Und wir haben hier dann diesen Neigungswinkel. Wir können auch sagen, die Ankathete, das ist unsere Wirkleistung. Dann die Gegenkathete ist unsere Blindleistung. Und die Summe aus beiden ist die Scheinleistung. So ist es dann auch in der Elektrotechnik beschrieben und da entstehen dann auch entsprechende Formeln dazu. Die Formel selbst ist eben hier der Cosinus Alpha. Ja, der Wert als Cosinus beschreibt das Verhältnis Ankathete zu Hypotenuse. Heißt, Ankathete ist ja unsere Wirkleistung und die Hypotenuse wäre dann unsere Scheinleistung. Also das Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung wird über diesen Cosinus beschrieben, je nachdem eben, wie groß mein Kondensator ist, den ich da aufbaue oder wie groß meine Induktivität ist. Dementsprechend wird natürlich auch dann die Gegenkathete, sprich die Blindleistung, mal kleiner und größer. Und dementsprechend ändert sich natürlich dann auch der Winkel hier, der dann entsprechend vorgegeben ist.
Ja, und wenn man das jetzt sozusagen diese geometrischen Funktionen, dann gibt es noch den Sinus, der beschreibt eben Gegenkathode zur Hypotenuse und dann gibt es nochmal den Tangens. Will ich jetzt nicht vertiefen, aber nur, dass Sie es mal so verstanden haben, dass es gut ist. Ja, und jetzt haben wir sozusagen diese Übertragung in dieses Begrifflichkeit der Schein-, Wirk- und Blindleistung. Das heißt, wir haben immer in jedem elektrischen Netz, überall mit was wir zu tun haben, haben wir es immer mit ohmschen Verbrauchern, kapazitiven und induktiven Verbrauchern zu tun. Und hier haben wir sozusagen unsere Wirkleistung. Und dann gibt es eben meine Blindleistung, die ist entweder positiv, das ist die induktive Blindleistung, die man so bezeichnet. Da wirkt der Wert positiv. Und dann gibt es das Gegenstück dazu zur induktiven Blindleistung. Das hat was mit dieser Phasenverschiebung zu tun vom Strom, dann ist es eben negativ und die bezeichnet man dann immer oder ist dann immer diese kapazitive Blindleistung. Blindleistung wird eben genau genommen als VAR, also Volt Ampere reaktiv. Das ist sozusagen der Begriff für diese Blindleistung und die Scheinleistung hat die Einheit Volt Ampere. Ja, und da wird auch die Einheit klein geschrieben. Bei Scheinleistung Volt Ampere schreibt man die Einheit Volt Ampere groß und dann gibt es natürlich bei der Wirkleistung die Leistung Watt. Und wir haben es vielleicht schon mal gehört, dass diese Wechselrichter mit einer großen Nuss Phi von 0,95 oder 0,9 arbeiten müssen. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Und es bedeutet beispielsweise, ist der Kosinus Phi 0,95, das heißt, der Winkel ist relativ klein, das ist ein kleiner Winkel, das bedeutet, ich habe geringere Blindleistung. Das bedeutet, wenn ich das rechnen würde, komme ich auf einen Wert von ungefähr 33% der Blindleistung, also das ist das Verhältnis Wirkleistung zu Blindleistung, 33%, wenn das Blindleistung ist, 100% Wirkleistung, dann habe ich in Summe das zum Quadrat plus das zum Quadrat und daraus die Wurzel, ergibt sich eine Scheinleistung von 105%, was ich sozusagen aufbringen muss, um einerseits diese Blindleistung und die Wirkleistung zur Verfügung zu stellen. Und mache ich das mit einem Kosinus Phi von 0,9, wird der Winkel größer. Heißt natürlich auch, die Blindleistung wird größer. Ob jetzt induktiv oder kapazitiv, das ist vollkommen egal. Landet man eben hier bei einem Blindleistungswert von 50% der Wirkleistung. In Summe über diese Geometrie gerechnet, landet man dann bei 111%. Das heißt, hier haben wir 111. Und die Wirkleistung ist 100%. Also das sind so diese Begrifflichkeiten, wo diese Schein- und Wirkleistung herkommen. Wirkleistung können wir wirklich umwandeln. Das ist die Energie, die wir von der PV-Anlage auch bekommen, die wir auch dem Netz zur Verfügung stellen können. Das ist Wirkleistung. Und ergänzend dazu braucht es dann aber auch immer noch Blindleistung, um vielleicht dieses Kabel vom Netz zu versorgen, das sich eben verhält wie eine Spule oder verhält wie ein Kondensator. Das heißt, ich muss diesen Kondensator aufladen, bekomme die Energie aber immer wieder zurück, er entlädt sich wieder. Heißt aber natürlich, ich muss da irgendwas machen, muss den aufladen, muss da was reinschieben an Elektronen, belaste das Netz sozusagen damit oder eben auch kann es auch induktiv sein und dann ist es eben der positive Wert. Ja, und jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt, wo es dann eben um diese Thema Regelungen geht und jetzt gehen wir sozusagen in dieses Verständnis nochmal rein, dass es eben hier bei diesen Netzsystemdienstleistungen verschiedene Begrifflichkeiten gibt. Und das eine Thema ist eben letztendlich diese Frequenzregelung, die wir in einem Netz haben. Wir müssen uns das so vorstellen, dass wir hier natürlich einen Generator haben, irgendwo ein großes Kraftwerk. Ihr seht hier, das sind dann so wirklich mannsgroße Geräte, die da dann sich drehen und die den Strom erzeugen im öffentlichen Netz. Und das Gemeine an dieser Thematik ist das, dass der Strom hier permanent erzeugt wird und wir speichern den Strom ja nicht zwischen, sondern er wird eben erzeugt und das heißt, bedeutet, der Generator läuft, wir haben einen großen Verbrauch und jetzt im nächsten Augenblick werden ganz viele Verbraucher abgeschalten. Die brauchen keine Energie mehr. Der Generator hat jetzt sozusagen einen geringeren Widerstand zu erwarten vom Netz. Das heißt, jetzt sagt er, okay, ich muss ja gar nicht mehr so viel Leistung produzieren. Und er hat also keinen Gegendruck mehr von den Verbrauchern und damit dreht der Generator schneller. Also er erhöht seine Drehfrequenz und das bedeutet, er ändert seine Frequenz vom Drehen her und damit würde er auch die Frequenz vom Netz verändern. Und das ist ganz tödlich für ein elektrisches Netz. Die Frequenz muss immer mit einem ganz engen Toleranzfenster 50 Hertz haben. Oder andersrum formuliert, wir haben den Generator, der läuft und jetzt erhöhen wir die Lasten, eine Fabrik schaltet zu, sie zieht mehr Energie
Der Generator muss sich mehr anstrengen, um diese Energie zu oder Leistung zur Verfügung zu stellen. Durch dieses mehr Anstrengen läuft er etwas langsamer und reduziert seine Frequenz. Und auch das ist natürlich fatal. Das heißt, in dem Augenblick müsste dann sozusagen ein zweites Kraftwerk zuschalten, um die Leistung mit zu übernehmen, sodass der Generator wieder seine Drehfrequenz hat von 50 Hertz. Also das heißt, diese Netzfrequenz ist immer sehr stark abhängig natürlich von den Leistungen, die wir hier zur Verfügung stellen. Und in dem Augenblick, wo wir eben eine Überkapazität haben von PV-Anlagen, von im Netz, von Kraftwerken, das kann ein Photovoltaik sein oder eben auch ein Generator, und wir produzieren mehr Energie oder mehr Leistung, wie wir eigentlich benötigen, würde das bedeuten, der Generator erhöht seine Frequenz. Und das ist natürlich fatal. Und jetzt ist die Frage, ja, was machen wir? Und jetzt haben wir eben auch die Möglichkeit, dass wir die PV-Anlagen, denn die können wesentlich leichter und wesentlich entspannter sich runterregeln lassen über diese Grundsteuerempfänger oder über diese Grid-Modis oder. Ja, damit kann man wesentlich besser das Netz kontrollieren, als wie über so einen Generator, der sehr mächtig ist und der hat immer so eine gewisse Trägheit und Notzeit. Und die PV-Anlagen können es natürlich wesentlich schneller machen. Und deswegen hat man das auch mal geändert. Gab es dann auch vor langer, langer Zeit entsprechende Umstellungen in den Wechselrichtern, Softwareanpassungen. Und jetzt gibt es das eben auch. Und jetzt gibt es eben so eine Vorgabe von PV-Anlagen. Das heißt, wenn sich die Netzfrequenz ändert, also bis zu einer Frequenz von 50,2 Hertz, dürfen die PV-Anlagen ihre komplette Leistung erzeugen. Und sobald sich jetzt die Frequenz erhöht, das heißt, der Generator, wir haben zu viel Energie im Netz, die Generatoren drehen schneller im Netz, die Frequenz steigt und jetzt fängt die PV-Anlage an abzuregeln. Ja, sie reduziert die Leistung bis auf einen Wert von 50%, wenn es 51,5 Hertz hat. Und wenn es dann noch drüber gehen würde, dann muss die PV-Anlage komplett abregeln. Und das ist die sogenannte W von F-Kurve. Das heißt, wir fangen bei einer Frequenz von 50,2 Hertz an, die PV-Anlage abzuregeln. In entsprechenden Schritten. Wenn wir dann landen bis bei 50% bei 51,5 Hertz und wenn es dann noch drüber geht, dann müssen wir die Anlage komplett abregeln und gut ist es. Und das ist eben eine Regel, die man eingeführt hat, dass man das eben so langsam macht. Früher haben wir das abrupt gemacht. Das war eigentlich nicht, das war eher kontraproduktiv, weil so ein System dann zum Schwingen angefangen hat. Und deswegen gibt es diese B von F-Regel, die wir auch immer aktivieren müssen im Wechselrichter, dass er weiß, okay, ich muss entsprechend meine Leistung anpassen an die Frequenz. Wenn die Frequenz zu hoch ist, muss ich meine Erzeugungsleistung reduzieren, um das Netz stabil zu halten. Also das ist diese P von F-Regel, da geht es um die Frequenz. Ja, und neben dieser Frequenzregelung kommt noch ein anderes Thema zum Tragen. Das ist die sogenannte, das ist die Spannungsregelung. Oder mal anders formuliert, müssen wir uns jetzt das so vorstellen, würden wir jetzt zum Beispiel unser Haus versorgen und wir haben hier einen Trafo irgendwo stehen in einer Ortschaft, dann erzeugt der Trafo natürlich eine Spannung von 230 Volt, sagen wir jetzt mal. Und im Normalbetrieb ist es ja so, wenn wir jetzt unser Haus mit versorgen wollen mit dieser Spannung, fließt natürlich der Strom über die Zuleitung zu den Gebäuden. Und es in der Zuleitung zum Gebäude passiert natürlich ein Spannungsabfall. Das ist wie an unserem Widerstand, ja, I mal R. Das heißt, die Spannung, die am Haus ankommt, wird wahrscheinlich sogar niedriger sein als das, was an der Trafostation mir zur Verfügung gestellt wird. Und je weiter mein Haus von der Trafostation entfernt ist, desto höher ist natürlich auch der Spannungsabfall, sodass es theoretisch ja auch zum Punkt kommen kann, dass die Spannung dann so niedrig ist, dass meine Verbraucher da drunter leiden, auch mal kaputt gehen können. Und das muss natürlich der Netzbetreiber entsprechend sicherstellen. Sind wir aber jetzt nicht Verbraucher, sondern sind wir Erzeuger? Passiert das Spiel andersherum. Das heißt, wir müssen, die PV-Anlage muss immer eine Spannung erzeugen, die etwas höher ist als das Netz, der Netztrafo, damit der Strom natürlich auch von meiner PV-Anlage übers Netz zur Trafostation fließen kann. Das heißt, ich muss die Spannung etwas anheben, sodass die Energie wirklich von meinem Haus, von meiner PV-Anlage ins Netz fließen kann. Klar, wir müssen immer sozusagen Gefälle haben, immer von oben nach unten fließen. Das Wasser muss von oben nach unten fließen, das fließt nie von unten nach oben. Und so ist es bildlich gesprochen auch hier. Wir müssen eine etwas höhere Spannung produzieren, um die Energie ins Netz zu bringen. Und jetzt können wir uns gut vorstellen, dass wir jetzt sozusagen das Dilemma haben,
Wenn wir eine große Entfernung haben, das heißt, wenn unsere PV-Anlage sehr weit weg ist von der Trafostation oder weil wir sehr viel Leistung am Dach haben oder weil die Zuleitung auch ein sehr dünn dimensioniert ist im Kabelquerschnitt, kann es sein, dass wir hier die Spannung so weit erhöhen müssten, damit Energie fließt. Aber dann ist der Spannungswert so hoch, dass er gar nicht mehr erlaubt ist, dass wir da sozusagen an die Grenze kommen. Und das heißt, am Ende des Tages, wenn wir an die Grenze kommen, können wir die PV-Anlage nicht mehr installieren, weil ja wir das Risiko haben, dass unser Nachbar, der vielleicht keine PV-Anlage am Dach hat, dass er ja auch Lampen im Betrieb hat, und wenn die eine zu hohe Spannung bekommen, heißt es höherer Strom, und dann heißt es, die Lampe brennt dann schneller durch oder geht kaputt, weil die Spannung zu hoch ist. Das heißt, wir haben hier ein Spannungsmaximum, das wir erreichen dürfen, und gut ist es. Und deswegen müssen wir auch diese Netzverträglichkeit machen. Wir müssen immer prüfen, ist der Spannungswert nicht zu hoch, dass wir die Energie dort noch einspeisen können. Und da kommen jetzt eben die Systeme der Blind- und Scheinleistung zum Tragen, denn diese Spannungsanhebung ist immer so begründet, einerseits in diesem ohmschen Widerstand vom Kabel, und andererseits ist es begründet in dieser Eigenschaft von dem Netz als Kondensator oder als Kapazität. Und da können wir jetzt letztendlich mitspielen, und da haben wir jetzt eben eine Möglichkeit hier, trotz alledem, dass wir zwar eine Spannungserhöhung hätten, und die Anlage gar nicht einspeisen können, aber in dem Augenblick, wo wir jetzt eben nicht nur an ohmsche Verbraucher denken, sondern auch an kapazitive oder induktive Verbraucher, sind wir in der Lage, diese Spannung etwas abzusenken, wenn wir eben nicht nur Wirkleistung ins Netz abgeben, sondern auch Blindleistung. Damit sind wir in der Lage, diesen Spannungsniveau zu reduzieren und sind dadurch auch in der Lage, eben die PV-Anlage dort zu installieren, und wir können auch dann Energie natürlich übertragen ins Netz. Das bedeutet, wenn wir eben nicht nur Wirkleistung übertragen, sondern wenn wir auch noch ein gewisses Maß an Blindleistung mit übertragen, sind wir in der Lage, diese Spannung ein Stück weit anzugleichen und können dann auch die PV-Anlage ins Netz nehmen. Das heißt, es ist ein Netzverträglichkeitsthema. Mit der Blindleistung, die wir zur Verfügung stellen können, können wir auch mehr PV-Anlagen im öffentlichen Netz installieren. Welche Blindleistung wir da zur Verfügung stellen müssen und mit welchen Höhe, liegt immer auch davon, was habe ich denn für ein Netz vorhanden. Ist es ein rein ohmsches Netz? Ist es die Entfernung von meiner PV-Anlage zum Trafo sehr, sehr kurz, ja, 10, 20 Meter? Dann ist das Netz eher wie ein ohmscher Widerstand zu betrachten. Da kann ich dann wenig, habe ich dann wenig Möglichkeiten, das zu verändern. Je nach Art der Netzform kann ich dann eben, kann es sein, dass es eben eher ein kapazitives Netz, das sind dann oft so Erdkabel, die verlegt sind in der Erde, die haben dann eher ein kapazitives Verhalten. Oder es gibt Freileitungen, die haben dann je nach Entfernung, haben die dann eher ein induktives Verhalten. Oder es gibt dann natürlich auch Mischformen davon, wo ich eben ohmsch induktives Verhalten habe. Ja, und das, was wir machen, ist letztendlich das, vom Verständnis her, um den Bogen jetzt zu spannen, ist genau das, was Sie hier jetzt mal sehen, vom Bild her. Jetzt wird es etwas technisch komplizierter, aber ich glaube, mit den Vorworten verstehen Sie es ganz gut. Also bei mir haben wir unseren Trafo, hier haben wir verschiedene Verbraucher, ein Haus ohne PV-Anlage, die anderen Häuser haben PV-Anlage drauf, vielleicht auch einen Batteriespeicher dabei. Und würden wir hier nur Wirkleistung ins Netz einspeisen, dann heißt es, dass wir hier, oder andersrum formuliert, im ersten Schritt natürlich, wenn wir Energie beziehen würden, also beispielsweise die Lasteinheit 1, wenn der Energie bezieht, dann würde die Spannung natürlich abfallen, weil ich einen Spannungsabfall über das Kabel habe. Spannung würde niedriger werden, und da gibt es eben diesen Grenzwert, 90%, das entspricht 207 Volt Spannung, kleiner darf es nicht werden. In dem Augenblick, wo ich aber die PV, wenn ich mehr Energie erzeuge, wie ich da verbrauche in dem Bereich, muss ich die Spannung anheben. Und das heißt, wenn ich nur eine reine Wirkleistung übertragen würde, wenn der Richter nur Wirkleistung erzeugt, dann würden wir sozusagen hier in dieser hell-orangenen Kurve sein. Das heißt, wir würden eine zu hohe Spannung erzeugen müssen, damit die Energie noch fließen kann. Und damit kann ich dann auch letztendlich die Anlage gar nicht mehr betreiben, weil die Spannung zu hoch ist. Ich darf sie nicht mehr im Netz haben und Energie einspeisen. Bino, ich komme gleich auf deine Frage hin nochmal zurück. In dem Augenblick, wo wir eben nicht nur Wirkleistung einspeisen, sondern in dem Augenblick, wo wir dann auch ein Stück weit Blindleistung mit zur Verfügung stellen,
sind wir in der Lage, die Spannung etwas zu reduzieren. Und da sind wir jetzt in dieser roten Kurve. Und jetzt ist die Spannung vom Wechselrichter so hoch, dass es erlaubt ist. Das heißt, wir liegen jetzt bei diesen 253 Volt. Damit können wir einspeisen. Der Energieversorger hat nichts dagegen, erlaubt uns, hier einzuspeisen und alles ist prima. Die Qualität, ob der Cosinus Phi 0,9 ist oder 0,95 ist, hat immer was, es ist eine Vorgabe vom Energieversorger, je nachdem, wie stark dieses Netz eben mit Blindleistung belastet ist, wie stark die Induktivität ausgeprägt ist oder wie stark die Kapazität ausgeprägt ist. Und je mehr Blindleistung ich im Netz habe, je mehr Kapazitäten oder mehr Induktivitäten ich in dem Kabel zur Verfügung habe, desto mehr Blindleistung muss ich auch als Wechsellichterhersteller zur Verfügung stellen. Und das korrigiere ich eben mit diesen Werten 0,9 oder 0,95. Das hat also nichts mit der Qualität des Wechsellichters zu tun, ob es gut oder schlecht ist, sondern es hat damit zu tun, ob der Wechsellichter das noch kann, dass er eben auch größere Blindleistungen zur Verfügung stellen kann, um das hier in dem Netz zu kompensieren. Ja, da gibt es dann entsprechende Kurven dazu. Das will ich jetzt nicht zu sehr vertiefen. Also man stellt eben fest, dass wenn ein Wechsellichter, der baut immer sozusagen das Gegenstück dazu auf. Das heißt, wenn das Netz induktiv ist und dem Wechsellichter induktive Leistung schickt, weil viel Induktiven drin sind, dann schiebt der Wechsellichter sozusagen das Gegenstück dazu, dann gleicht er das aus, er kompensiert, also er erzeugt dann kapazitive Blindleistung. Ist das Netz kapazitiv, dann erzeugt er induktive Leistung und damit heben sich diese beiden Energieflüsse vom Netz und vom Wechsellichter immer auf. Damit wird die Spannung etwas niedriger und wir können mehr PV-Anlagen in das Netz integrieren. Das steckt da also dahinter. Das heißt, wir müssen je nach Vorgabe und je nach Anlagengröße mal mehr oder mal weniger Blindleistung dem Netz zur Verfügung stellen, um es möglich zu machen, dass wir mehr PV-Anlagen im Netz mit integrieren können. Ja, und das sind dann diese Zeigerdiagramme, das muss ich jetzt nicht erschrecken, das erkläre ich jetzt auch nicht genauer. Ich denke mir, es geht im ersten Schritt mal darum, das zu verstehen, was wir da machen, dass wir wissen, was Scheinleistung ist, was Blindleistung ist und dass es wichtig ist, also dass es keine Forderung ist vom Energieversorger, um uns zu ärgern, sondern es hilft uns, dass wir PV-Anlagen ins Netz bekommen, weil wir dann weniger Probleme mit Überspannungen haben im Netz und damit können wir auch mehr PV-Anlagen integrieren. Also ganz wichtiger Baustein im Netzausbau, Spannung möglichst niedrig halten, damit wir mehr PV-Anlagen integrieren können. Und das machen wir eben dadurch, dass wir eben nicht nur Wirkleistung ins Netz einspeisen, sondern der Wechsellichter kann eben dann auch diese Blindleistung generieren. Und gut ist es. Ja, und wie das dann gemacht wird von den Energieversorgern, da gibt es dann eben verschiedene Regelungen dafür. Da gibt es einmal diese Regelung, Cosinus Phi ist abhängig vom P. Das heißt, man passt den Cosinus Phi an die Leistung des Wechsellichters an. Also das, was er gerade produziert. Und je mehr er produziert, desto mehr Blindleistung erzeugt er. Und desto weniger die Leistung ist, desto weniger Blindleistung hat er. Das heißt, wenn eine PV-Anlage 10 kW groß ist und die Anlage erzeugt gerade aufgrund der Einstrahlung nur 5 kW, dann sind wir bei diesem Wert 0,5. Und jetzt, wenn jetzt die Leistung steigen würde vom Dach, weil ich mehr Einstrahlung habe, dann steigt die Leistung an. Dann ist er mal bei 6, 7, 8, 9, 10 kW. Sodass, und jetzt ändert sich sozusagen leicht diese Blindleistung, die er erzeugen muss. Er erzeugt immer mehr Blindleistung, sodass er am Ende des Tages eben dann landet, je nach Anlagengröße, bei einem Cosinus Phi von 0,9 oder 0,95 bei Vollauslastung vom System. Und diese Kurve wird dann entsprechend eingegeben beim Wechsellichter, bei der Inbetriebnahme gebe ich die Kurve vor. Und diese Kurve hier einfach nur mal so von der Beschreibung her ist eben, man fängt an so bei 50% der Leistung und jetzt fängt man an eben mit zunehmender Leistung erhöht man die Blindleistung, die man zur Verfügung stellt, sodass man am Ende bei einem Cosinus Phi von 0,9 oder 0,95 ankommt. Hier haben wir ja einen Cosinus Phi von 1, da haben wir nur Wirkleistung und jetzt schieben wir Blindleistung mit, um das Netz zu stabilisieren. Das ist die sogenannte Blindleistungsregelung, die verwendet wird. Die Alternative dazu ist die sogenannte Q von U Regelung. Q beschreibt die Blindleistung, U Spannung. Das heißt, jetzt ist es eben nicht abhängig von der Leistung der PV-Anlage, dass wir die Blindleistung generieren, sondern wir reagieren auf die Spannungslage im Netz. Also das heißt, je nachdem, wie die Spannung ist vom Netz, ist sie im grünen Bereich, alles 230 Volt. Brauchen wir keine Blindleistung generieren,
ist auch gut so. Tut sich der Wechselrichter leichter. Und sobald die Spannung sich verändert, also sobald die Spannung ansteigt im Netz, dann können wir eben gegensteuern. Das heißt, jetzt erhöhen wir unsere Blindleistungsanteil, steuern gegen bis zu dem Maximalwert, was jetzt hier auch noch beschrieben ist. Hier nochmal genauer beschrieben. Ich will es jetzt nicht zu sehr vertiefen von den Zahlen her. Das verwirrt eher. Aber vom Verständnis her. Und das haben wir eben mit beide Richtungen. Einerseits eben mit induktiver Blindleistung. Und dann, wenn wir eine Unterspannung haben, dann kompensieren wir mit kapazitiver Blindleistung, um das Spannungsniveau wieder nach oben zu bringen. Das heißt, wir reagieren immer auf das, was ist, haben das also nicht so vorgegeben und machen nur dann was, wenn es wirklich zwingend notwendig ist. Das ist der große Vorteil von dieser Q-von-U-Regel, die auch immer mehr von Energieversorgern entsprechend eingefordert wird. Einfordern heißt, dass der Energieversorger immer uns sozusagen verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu tun. Das heißt, wenn wir Anlagen planen, die kleiner sind wie 4,6 kW, dann sind wir eben hier bei, dann können wir das auch mit dem festen Großindustrievieh machen. Das sehen wir hier als Auswahlmöglichkeit. Ja, wir arbeiten mit einem festen Wert im Bereich zwischen 0,95 induktiv oder kapazitiv. Wir haben da die Möglichkeit, auch das mit diesem Großindustrievieh von B zu realisieren. Oder eben fester Großindustrievieh, wie gerade beschrieben. Das ist sozusagen bei den kleinen Anlagen der Fall, bis 4,6 kW. Und bei den großen Anlagen, da haben wir dann eben die Wahlmöglichkeit oder der Energieversorger gibt uns das vor, dass wir entweder mit einem festen Großindustrievieh arbeiten, die PV-Anlage gibt immer eine gewisse Blindleistung mit ab, oder wir realisieren diese Kurve Großindustrievieh von B, oder die letzte Möglichkeit ist eben diese Q-von-U-Regel, die wir angeben können. Bei großen Anlagen arbeiten wir eben mit dem größeren Großindustrievieh, also da müssen wir mehr Blindleistung zur Verfügung stellen mit 0,5, 0,9. Das heißt, wir haben 50% der Wirkleistung, muss als Blindleistung sozusagen in Ergänzung dazu mit generiert werden im Wechselrichter, um das Netz zu stabilisieren. Also das sind sozusagen diese zwei Themenbereiche. Wir können, einerseits ist die B von F-Regel, da reagieren wir sozusagen auf das Netz, auf die Netz Frequenz, da das ist immer bedingt durch die Leistung vom Generator, der mal schneller, mal langsamer sich dreht. Und dann gibt es eben so diese Spannungsregelung, die wir eben über diese P von Cosinus Phi von B oder eben Q von U abbilden können. Ja, in der Zusammenfassung hatten wir das auch mal untersucht, denn die Netzbetreiber sind natürlich immer auch auf der Suche nach den bestmöglichen Lösungen zu suchen und auch an der kostengünstigsten Lösung. Und man hat auch diese verschiedenen Schemen mal miteinander verglichen, P von Cosinus Phi von B oder Q von U. Und man stellt eben fest, dass man hier ein großes Einsparpotenzial hat oder ein Integrationspotenzial, gerade so in Vorstadtnetzen. Wenn man hier mit der Q von U-Regelung arbeitet, kann man eben sehr viel Anlagen noch integrieren, ohne das Netz umzubauen, um die Trafostationen zu ändern. Also da kann man noch sehr viel bewegen. Also wir bekommen damit noch sehr viel Anlagen ins Netz, ohne große Änderungen im Netz zu machen. Das heißt aber auch in der Konsequenz, dass wir natürlich mit den entsprechenden Regelungen, gerade im Landnetzbereich, weniger Netzausbau machen können. Das ist das, was wir uns einsparen können, was natürlich dann für den Energieversorger, für Netzbetreiber natürlich wirtschaftlich ein Vorteil ist, wenn wir eben mit dieser Q-von-U-Regelung arbeiten. Insofern wird diese Regelung auch immer mehr kommen, wenn es um Anlagenplanungen geht, dass wir eben hier eben in der Inbetriebnahme eben diese Q-von-U-Regel aktivieren müssen im Wechselrichter in der App, sodass das dann auch entsprechend angepasst funktionieren kann. Ja, und was da natürlich immer auch mit einhergeht, jetzt, ich habe jetzt hier beispielsweise mal von SMA den Sanitree Power genommen, den 5, 6, 8 und 10 kW Gerät. Und wenn wir uns da das Datenblatt anschauen, stellen wir natürlich fest, dass der Wechselrichter auch, dass da die Wirkleistung des Wechselrichters, sprich diese 5000 Watt und die Scheinleistung, die der Wechselrichter liefert, identisch ist. Das heißt, in dem Augenblick, wenn wir eine Blindleistung zur Verfügung stellen müssen, heißt es, dass wir hier unser Limit haben von 10.000 Watt. Das heißt, die Scheinleistung darf 10.000 Watt nicht überschreiten. Das sind also bei diesem Cosinus-Phi von 0,9 entspricht das ungefähr so 110%. Das bedeutet aber in Wirklichkeit, dass dieser Wechselrichter keine 10 kW Leistung mehr umwandeln kann von den Motoren, sondern entsprechend weniger, knapp so nur noch 90%. Das heißt, ich kann die PV-Anlage nicht mehr so überdimensionieren, wie ich es vielleicht bei einer reinen Wirkleistung machen würde, weil da kann ich dann auch wirklich von 10 kW Leistung ausgehen, was der Wechselrichter mir zur Verfügung stellt, also Wirkleistung. In dem Augenblick, wo ich eine Blindleistung mit zur Verfügung stellen muss,
muss ich meine Wirkleistung etwas reduzieren. Und das hat natürlich dann auch was mit der Anlagenplanung zu tun. Das heißt, ich muss dann auch im Worst Case vielleicht meine PV-Anlage etwas kleiner dimensionieren oder weniger überdimensionieren, um mit dem großen Minus-Phi von 0,9 entsprechend arbeiten zu können. Also das ist dann sozusagen die Folge davon, dass wir eben Blindleistung zur Verfügung stellen. Und dann gibt es eben Wechselrichter, die haben hier Wirkleistung gleich Scheinleistung, aber es gibt auch Wechselrichter, da ist die Scheinleistung auf dem Datenblatt schon per se schon mal höher, sodass wir hier dann in der Planung da keine Einschränkungen haben. Das sind dann eben so die Unterschiede der einzelnen Wechselrichterhersteller. Also wenn Sie sich Huawei anschauen beispielsweise, da ist dann der Scheinleistungswert einiges höher, nochmal 10, 20% gegenüber der Wirkleistung, sodass wir dann bei der Planung der Anlage keine Einbußen haben, wenn es um die Auslastung der Anlagen geht. Jetzt schaue ich nochmal da kurz auf die Frage von Pino. Zum Verständnis, wäre es für meine PV-Ausbeute besser, den Strom zum Speichern, je höher die erforderlich geforderte. Die bessere Lösung ist auch für eine Auslastung vom Wechselrichter, soweit er nicht, also wenn er sich so verhält wie dieser Sanitripower, dann ist es besser, ich arbeite mit einer Q von U-Regel, weil nur dann ab und an mal die Blindleistung reagiert. Ansonsten kann der Wechselrichter mit einer reinen Wirkleistung arbeiten. Damit habe ich bessere Auslastung des Wechselrichters und damit habe ich auch eine bessere Effizienz vom System im Hinblick auf Energieertrag. Also das ist mal so das, was Sie hier gelernt haben. Und ja, und dann hier eben auch hier mal als Beispiel, dass man das eben auch entsprechend eingeben muss. Ich habe jetzt das hier mal von RCD. Das ist zwar nicht im Portfolio von uns bei der BayWa mit drin, aber ich habe früher mal bei dem Hersteller gearbeitet. Damit habe ich auch Zugriff auf diese ganzen Parameterlisten. Und da gibt es dann eben diese Einstellmöglichkeiten. Bei der Inbetriebnahme muss ich dann eben diese P von F-Regel beispielsweise aktivieren. Ja, das ist eine Thema, das haben wir jetzt gelernt. Und dann auf der anderen Seite, wenn es um diesen Blindleistungsmodus gibt, gibt es eben die verschiedensten Möglichkeiten, die ich aktivieren kann. Wir sehen schon, ich kann entweder das über diesen konstanten Cosinus-Phi einstellen, eben 0,95 oder 0,9. Ich kann die Blindleistung als einen Wert vorgeben oder ich habe die Möglichkeit, das über diese Kurven zu definieren, entweder über Cosinus-Phi von B oder Q von U. Und damit sind die Anlagen dann entsprechend in Betrieb genommen, abgestimmt auf die Anforderungen vom Netzbetreiber, abgestimmt auf die Größe, kleiner 5 kW, größer 5 kW und alles ist gut. Wichtig ist zu wissen, wir müssen das machen, nicht weil der Energieversorger uns quält, sondern weil es auch dem Nachbarn hilft, weil auch er vielleicht mal in Zukunft eine PV-Anlage installieren möchte. Und wenn die Spannungslage vom Netz einfach niedriger ist, kriegen wir mehr PV-Anlagen ins Netz integriert, schaffen mehr CO2-Einsparungen, Umweltschutz und. Insofern ist das auch ein ganz wichtiges Thema, wenn es um die Inbetriebnahme von PV-Anlagen geht. Ja, und damit bin ich jetzt tatsächlich am Ende. Es ist jetzt tatsächlich 1 Stunde 30 Minuten, was ich gebraucht habe, also wirklich just in time. Möchte es aber nicht versäumen, trotz alledem nochmal so auf die nächsten Webinare hinzuweisen. Nächste Woche lade ich Sie gerne ein, nochmal zu dem Thema Stromspeicherinspektion von der HDW Berlin. Die haben ja verschiedene Speichersysteme miteinander verglichen. Ich möchte Ihnen einfach nochmal erläutern, was steckt denn da dahinter, welche Werte sind da im Blickwinkel, geht es da nur um Wirkungsgrade oder welche Faktoren spielen da noch eine Rolle? Auch mit dem Blick natürlich aufs Portfolio von dabei war. Hier, das ist ein einstündiges Webinar, nochmal zum Thema HDW-Speicher. Finde ich ein ganz spannendes Thema da, nur wenn es sensibel zu werden. Nächste Woche, am Mittwoch ist es. Dann kommt am 22.03. kommt der Wechselrichter Teil 2, da geht es um Anlagenplanung und dann am 19.04. im April, Mitte April, da ist dann der Blickwinkel teilverschattete Modulflächen, da geht es um Verschattungsmöglichkeiten oder wie funktionieren Verschattungslösungen mit Optimierern oder mit Softwarelösungen, die in den Wechselrichtern mit integriert sind. Das erkläre ich Ihnen auch, wie das funktioniert und was da die Unterschiede sind und wo was besser ist. Ja, und danach kommen dann noch so Themen wie Power to X und, aber das habe ich jetzt mal hier nicht mit drin stehen. Und natürlich haben wir noch viele andere Webinare von unseren Herstellern, von unseren Partnern, die natürlich es auch lohnenswert sind, die mal zu besuchen, um auch dort etwas sicherer zu sein mit den Produkten, mit den Herstellern, um da auch gut zu sein. Ja, insofern sage ich jetzt tatsächlich herzlichen Dank fürs Zuhören. Freue mich natürlich sehr über ein kurzes Feedback Ihrerseits, ob das Webinar so Ihren Anforderungen entsprochen hat, ob das, was Sie sich vorgestellt haben, auch erfüllt ist. Also auch da kurzes Rückmeldungen schicken hilft uns.
für die nächsten Webinare mit der Überlegung, machen wir das Webinar nochmal oder lassen wir es sein, weil es einfach nicht gut angekommen ist. Also da freuen wir uns auch auf eine Rückmeldung Ihrerseits zu dem Webinar. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und vielleicht sehen wir uns nächste Woche beim Webinar Stromspeicherinspektion am Mittwoch. Ich glaube, Vormittag ist es. Spannendes Thema sicherlich. Eine gute Zeit und bis irgendwann mal. Tschüss.